Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Flugstunde mit Jack Fleischhammer. Hallo! Wir wollen ja unseren Hangar bauen, wir brauchen dazu aber noch Stein. Den kriegen wir natürlich hier überall, aber wir wollen auch noch Sand holen, denn wir wollen ja noch ein paar Lampen machen, denn unser Maschinenraum ist noch nicht richtig ausgeleuchtet. Lampen und wir brauchen noch Licht und wir brauchen... Und der Hangar braucht noch und... Wow! Na? Der macht ja aber schon ganz schön... Macht was her. Ich mach mal hoch und wieder renne die... Wow. Sind ein bisschen zappelig. Ins Gebirge hier, Freunde. Genau. Ach doch, man guckt nicht mit der Maus, sondern lenkt das Ding auch mit der Maus, ne? Ja. Ich hab die ganze Zeit verpeilt. Och Mensch, wie lange wir für diesen Weg immer gebraucht haben. Ja, ist jetzt auf jeden Fall vom Wege her besser. Vom Wege her. Der Pfeile her am Wegesrand. Wow. Leggy. Kaum erkannt. Da musst du natürlich abwarten, bevor du absteigst. Ein Band aus Sand. Was ist denn das hier? Ist das jetzt Öl oder ist das hier eventuell Titanium-Ohr? Wo ist denn das hier? Leggy. Kann man auch mit einem Drill direkt abbauen? Gute Frage. Also mit den anderen auch schon? Nee, ich hab. Scheiße, ich hab was anderes verbraucht. Ja, das ist hier die Motorsäge, moin. 5. Nee, das ist die Shotgun. 3. Ah, schade, das langt nicht. Wenn ich mich zur Seite drehe. Moment. Kann ich? Warte mal, jetzt probiere ich mal was. Kann ich E drücken? Ja, es geht, ja. Wie, du kannst in dem Schiff abbauen? Ja, kannst du, ja. Wie hast du das gemacht? Na, musst schon so seitlich und dann ranfahren, ja. Seitlich ran. Dreh doch mal die Karre. Du. Schwieriges. Irgendwie habe ich die Steuerung noch nicht raus. Jetzt kann ich mich umdrehen. Wieso konnte ich denn eben? Was ist denn los? Also mit L und R kann ich. Ja, mit L und R? Mit A, B, S, D, du weißt, was ich meine. Achso, links und rechts, ja. Hm. Nee, ich kann nicht abbauen. Er muss schon sehr nah dran sein, ne? Ich habe die Karre rangepresst. Naja, okay. Aber ich werde jetzt hier einfach aussteigen. Das ist Öl. Öl brauchen wir nicht unbedingt. So, ich habe erstmal 500 Sand gemacht. Oder? Nee, noch nicht. Echt. Titanium. Soll ich dir jetzt mal wieder ein Beacon hinwerfen, damit du weißt, wo du hin musst, oder? Ja, mach mal. Wenn du Titanium schon gefunden hast, mach mal. Der will mich doch verscheißen, der Typ. Du bist jetzt den Berg hochgeflogen, nicht in die Wüste. Ach so, natürlich im Berg hoch. Ja, dann machen wir mal Beacon an. Mike. Ich ahne ja schon die Richtung. Hast du? Ja, ich hab's auf jeden Fall geworfen. Beacon, hier an. Soll ich jetzt noch eins machen, oder was? Siehst du das? Nee, wa? Nee. Wollen wir in eine andere Richtung werfen? Da passiert nichts! Kann es sein, dass du nicht in Richtung Wüste geflogen bist, sondern einfach von unserer Basis den Berg hoch? Ja, den Berg hoch, ja klar. Okay. Genau. Dann habe ich so eine Idee, wo du sein könntest. Im Prinzip bei dem blauen und roten. Müsstest du eigentlich von Weitem schon sehen, das blaue. Ja, ich sehe es. Weißt du was, mit dem Hovership kommst du auch richtig steile Berge hoch. Ja. Ohne Probleme eigentlich. Sollten wir mal einen Rundflug machen. Mit dem Ding, so einen kleinen Ausflug. Ja. Ein Ausflug! Ah, da bist du. Da hast du ja die Karre gelandet. Was ist denn jetzt passiert hier? Achso. Fliegt mir ja nicht mein Schiff. Oh. Geil. Gut. Da hast du schön geparkt. Geiles Teil, oder? Dass wir das nicht mehr herstellen mussten.
Ah, Mary. Oh, schwierige Sounds. Ach ja, jetzt. So, was wollten wir überhaupt damit machen? Titanium, Monolith. Monolith, genau. Viech. Nachladen. Alles gut. So. Leech Hashi. Da kam schon auf die Idee, wir haben ja schon da oben abgebaut irgendwie. Wir sind nach oben, gell? Ja, war irgendwie besser, glaube ich. Nach unten gucken. Kommst du schneller hoch? Ich habe Angst, dass unsere Schiffe verschwinden. Na ja, dann guck lieber hin. Nee, kann ich nicht. Ich muss ja auf den Boden gucken, um den Berg hier hochzukommen. Aha. Hier drin war aber. Schade, na, ist ja. Ich gehe auf jeden Fall wieder nach unten. Aua. Aua. Man kriegt hier die Lichter eigentlich so machen schon. Nice. Und nach Voltronic hoch. Alter, jo. Ist alles voll mit Voltronic hier. Ne? Brauchen wir auch? Ja, für die Lichter. Übrigens, Garrison auch haben wir noch. Ja, das weiß ich. Ich grab noch ein bisschen Voltronic für die Lichter, dann kann ich nämlich schon mal welche herstellen. Was brauchen wir ja eigentlich für die Dings? Sand, Voltronic und... Wer fährt? Viel. Antimatter wollten wir nicht machen, ne? Wir wollten... Monolith wollten wir doch herstellen, oder? Ja, Mensch. Natürlich wollen wir... Da brauchen wir nur Garrison-Ohr und Titanium-Ohr. Richtig. Und Garrison-Ohr haben wir auf jeden Fall noch genügend zu Hause. Haben wir 800, richtig. 900. Also, du wiederholst dich gerade, ne? Übrigens, was sollen wir machen? Schwierig. Absolut. Und was wollten wir dann mit dem Zeug nochmal herstellen? So, ich bin mal Forging. Machen wir denn, Nee, jetzt mal, das war jetzt ernst gemeint. Was ja, ja, mit, weiß ich, dass du ernst gemeint war. Was wollen wir mit dem Monolith herstellen? Die Guardian West wollten wir herstellen. Ah, siehst du. Da brauchen wir 45 Monolith-Ohr. Ingot. Und irgendein Monolith-Ohr gibt wahrscheinlich aus dem... Wenn man das brennt, ja, wird da Monolith draus. Ja, wie bei dem anderen Kram ja auch, ja. Nö, macht Sinn. Und Antimaterie. Dark Sulfur brauchten wir noch irgendwas für... Brauchten wir noch dafür. Oder um... Ach ja, Dark Powder. Kriegen wir jetzt Dark Powder? Das wir wahrscheinlich irgendwo finden, ne? Hörst du nicht mehr zu? Doch. Ich höre dir die ganze Zeit zu. Ich konzentriere mich nur hier ganz, was hier abgebaut wird. Weil wirklich wichtig ist. Wir müssen dazu sagen, es ist schon morgens. Es ist schon spät, ja? Ja. Es ist schon wieder früh. Oh, sag mal. Ja. Oh. Ja, meint der. Die eine Folge hast du auch rausgefunden, dass wenn du zu nah dran bist oder sowas und auf C gedrückt hast, also Third Person spielst. Dass das mit dem verbogenen Arm und so, ja. Das, ja, und der hat sich gerade in die Kamera gebohrt im Endeffekt, so verbogen waren die Arme. Schön. Ich überlege, dass wir am Anfang hier gestanden haben mit diesen neuen Dingen, Alter. Ja, es ist doch schon eine entspannte Geschichte hier. Auf jeden Fall, wenn ich allein hier in Sand reinhalte. Ja. Müssen wir mal eben bei 500. Mal eben. Ja, und der andere Bohrer muss ja dann wahrscheinlich noch mehr abgehen. Achso, das Rezept für den anderen Bohrer haben wir noch nicht, oder? Du hast, oder? Nee. Oder haltet. Du machst mir Sachen hier. Ich dachte, doch, wann so, ich mal selber. Ich hab hier irgendwas. Graphene Drill ist das Ding, was wir haben. Dann noch eine Chainsaw und eine Paintgun, ja. Nee, Graphene Drill haben wir gerade. Ja. Oder? Ja. Das ist mit einer Paintgun. Damit kannst du anmalen. Die Hütte umlackieren. Geil. Wobei ich unsere Hütte super finde.
Also ich hätte ja gerne einen Rosa. Ja, ich auch. Hast du doch vorhin gesagt, doch. Nein? Achso, nee, ich muss ja jetzt männliche Farben sagen. Lila. Gelb. So habe ich es mir vorgestellt. Wo ist denn der fucking Titanium Ore Stone? What? What? Aua. Ah da, 489. 11 noch. Ein bisschen getrödelt, glaube ich. Okay, so, nee, habe ich. 405. So, was brauchen wir noch? Oh. Monolith? Blau? Graphin? Nee, blau. Nee, wir können wieder zurück dann. Zoltronic brauchen wir auch nicht. Wir haben Sand und das Wald. Ich mach nur nochmal voll hier. Den Sand nehme ich noch mit. Ja, ich habe 500 eingepackt. Schnell. Taschen voll. Voll Sand. Jo, Sand habe ich auch Taschen voll. So, dann ab in Gleiter, oder? Jawohl. Und noch schnell. Und ich warte hier auf dich. Auf dem Weg zurück. Da kommt er. Ich gleich ein Licht an. Gentlemen, start your engine. Hüpf. So. Okay, du. Und ab geht er. Oh, berg runter geht aber zügig. Wow. Also geht insgesamt sehr zügig, muss ich sagen. Aua. Aber ich bin nicht im Arsch, ey. Ich hab mich ein bisschen Angst. Wie cool, dass man auch rausschießen kann und so. Das finde ich echt gut. Oh, wie der Wind. Oh, unsere Basis. Schnell mal gegendrehen. Naja, du bist so schnell, ich wäre fast in der Basis kollidiert. Bist du schon da? Ja. Hat dich überholt. Was? Oh, 10 Frames, was ist hier los? Houston, we need Frames. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Basis baut auf. Also so ein richtiger Hammerschub kann man doch auch ah, du hast mir Schubs. Aber irgendwie drehen, oder? Also. Ja, was mir fehlt, ist ein bisschen steigen und sinken. Also, weißt du? Ja. Es scheint aber nur eine gewisse Höhe beim Boden zu halten und nicht unbedingt steuerbar zu sein. Jetzt kannst du runter. Ja? Ja. Jetzt? Ich bohr dir an. Warte, warte. Ja. Jetzt geh runter. Warte, schiebst runter, du schiebst mir die Kante, steig ein. Nein, wollte ich nicht. Bleib hier. Das ist Kacke. Nee, jetzt runter ist blöd. Ja? Ja. Also könnte Kopfschmerzen bereiten. So, jetzt einfach runter. Bam. Ja. Ruffel klatscht. Bewegt sich immer noch. Nee, jetzt nicht. Gut. Cool. Dann, warte mal, wir müssen den Kram noch herstellen. Nein, wir brauchen das Garrison-Orgel. Richtig, das musste ja hier irgendwo bei. Aber das ist ein bisschen viel, oder? Was wäre jetzt? Sollen wir wirklich 500? Ist nicht, nee, machen wir nicht. Hier ist Garrison Ore. So. Kann man nicht splitten? Ich kann aber splitten in die Kiste wieder rein. Moment, Garrison Ore. Nee, ich kann eh nur 500 rausnehmen. Warte mal, ach das so, sind 338. Da drin, ja. Warte mal, 338, da tue ich den nochmal. Ja, warte erstmal, gucken, wie lange das dauert hier. Ja, scheiße. 117 tue ich nochmal rein. Achso, du hast schon rausgenommen, gut. Monolith. Forge. Ist die Frage, 100 warum wir machen. Hm? 100? Hohohoho! Selbst wenn du 100 machst, dauert es 495 Sekunden. Okay, mach ich mal 50. Gut, dann mach ich mir auch 50. Jetzt habe ich 50 gechattet. Naja. 250 Sekunden. Gut. Wie sieht's überhaupt aus? Bewaffnungstechnisch haben wir jetzt alles, ne? Ja. Bis auf diese Krüppelpistole da. Was ist denn das zwei? Das ist ein Bett. Wieso habe ich da noch zwei Betten in der Tasche? Hast du dein Bett schon gesetzt? Nee.
Willst du ein Bett haben? Nee, ich hab nur eins. Aber warte mal, wir haben ein Bett. Ja. Was ist denn ein Bett? Lass uns mal ein Bett setzen. Hier, da liegt ein Bett. Ein Bett, Ein Korn im Feldbett. Aber das steht falsch rum, das Bett. Das ist nicht gut. Guck mal, ein Bett. Ich glaub, das ist nur Deko. Echt? Würd's mich jetzt enttäuschen. Komm, stell eins neben mein Bett. Nein. Ey. Ja, ich schlaf. Unten, wo offen ist. Oh, wie wollen hinten nicht auf? So, wa? Ja, muss ich genauso rumstellen, ja. Hinten ran und dann... Ja. Oh, scheiße, direkt am Eingang. Schlaf nicht am Eingang. Na klar, ich schlaf doch am Eingang. Ja, eben. Das machen wir genauso. Und hier ziehen wir gleich noch eine Wand ein, warte. Sichtschutz. Aber jetzt bist du mitten in der Treppe. Ich würde es wenigstens ein Stückchen weiter rüber setzen. Ah, da hast du natürlich recht. Oh, warte mal, ich sterbe gerade. Oh, na gut. Und wissen Sie warum? Nein, Sie haben nichts zu essen. Richtig. Dann muss ich kurz mal das Craften abbrechen. Nee, ich habe echt nichts zu essen. Hast du was? Hier, ich hab noch eins. Hier, komm. Ich hab noch nicht. Wir brauchen irgendwas zu essen. Wir müssen jagen gehen. Geh mal weg, bitte. Komm mal, hier auch ein Licht hinter meinem... Ach, das ist doch scheiße, dass man das nicht hier ranbauen kann. An die Wand ran, ja. Ich verstehe auch nicht, warum das so falsch rum ist. Kann man das vielleicht drehen irgendwie? Ah, wenn man... Oh. Mach das mal. Ja. Drück mal E, wenn du vom Bett stehst. Ach, wie? Can't sleep, not night. Es ist auf einmal Tag geworden, oder? War es die ganze Zeit schon, oder wird es gerade Tag? Wenn du rangehst, also wenn das Bett steht, du gehst ran und drückst E, dann macht er zzzz, zzz, weißt du, schlafen, so. Ah, okay. Macht er das bei mir auch? Ja, bei mir will er nicht schlafen. Can't sleep, not night. Vielleicht können wir damit die Nacht über schlafen. Ja, dann sollten wir aber uns, Also wenn es demnächst wieder Nacht ist. Unten zumachen. Ich mach mal hier, was Sinnvolles, und zwar Licht. Jo, und ich, werde nochmal Stone, nochmal ein paar Zementblöcke herstellen. Und zwar 5 sind 20. Ich habe so ein bisschen Angst, dass uns die Schiffe abhauen. Können wir sie nicht hier reinfliegen? Hab keine Angst, Minjas. Da alles stehen sie. Gut. So, und dann so, ich habe 88 Blöcke. Das heißt, ich würde mal hier unten hier den Bereich ein bisschen größer machen, oder? Dann würde ich sagen, wenn hier sowieso Hoverchips oder was drin fahren... Achso, wenn hier ein Jeep drin steht, ist natürlich blöd, ne? Ja. Genau. Na gut, dann müssen wir... Boah. Na gut, dann gibt es jetzt erstmal die Garage für die Hoverchips. Das willst du jetzt machen? Ich baue jetzt gerade den Boden aus. Ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass die Lichter den... die Performance runterziehen? Ja. Also ich habe immerhin 16 Frames. Ja. Und das ist von Mal zu Mal schlimmer geworden. Wo bist du? Draußen am Hangar, wenn du so willst, also unterhalb des Hangars. Ja, dann können wir mal kurz probieren. Ja. 16. Wie wär's jetzt? 19. Oh, es steigt. 23, 24. Ach Quatsch, ehrlich? Ja, 30. Jetzt habe ich 30. Okay, warte mal. Dann nehme ich die Scheiße wieder weg. Ne, jetzt habe ich 15. Das ist Ansichtssache. Okay. Okay. Dann war das aber echt Zufall eben. Du hast die Lichter immer noch weg? Oder hast du gesetzt? Ja, die sind jetzt wieder weg, ja.
Naja, okay, es ist immer noch genauso viel. Also von dem Ding willst du wirklich nur mit dem Schiff raushüppen. Das ist nämlich so. Ja, aber kommen wir da noch rin? Wieder? Meine Fresse, ey, das ist eine nervige Scheiße. Wir müssen noch einbauen. Wow! Ein Besucher hat gefragt, wie ich mich mit ihm Fußball spiele. Und ich sage, ja, ich spiele gerne mit dem Fußball. Wo bist du? Allerdings mein Dart. Alles gut. Da hinten. So, was ja, du hast schon recht. Du hast absolut recht mit dem Hangar, ja. Wie machen wir das? Kommen wir da rein? Müssen wir mal ausprobieren, wie hoch wir bauen können. Also wie hoch wir fliegen. Ich probiere das gerade mal. Ja. Nein, der schwebt schon sehr hoch. Das ja, aber schwebt man von da ran, also von... Ja, genau. Oh. Passt. Geht. Na, wenn wir hier ein bisschen Sand aufschippen, dann geht das, glaube ich. Oder von hier ran, ne? Ja, oder... Achso, du meinst... Ja, oder was ich auch gerade überlegt habe, ist... Du machst mir Angst, Mann. Ja, ich weiß. Ja? Ich mir auch. Was ich auch gerade überlegt habe, ist, jetzt einfach nochmal einen Absatz zu machen mit der Treppe. Ja. Wo ist denn hier eigentlich mal gerade? Ist hier unten gerade? Hier ist doch gerade, oder? Wo ich jetzt gerade schwebe. Ja. Mehr oder weniger. Oder nicht. Können wir das Ding nicht einfach... Solltest du vielleicht... Können wir das Ding nicht einfach aufschütten? Haben wir nicht so genügend Dirt? Du hast hier gerade einen Stein abgebaut. Echt? Ja. Aber man kommt ja, hier klar, hoch. Guck. Ja, ich glaube, du darfst noch nicht so schnell ran. Oh. Probier ich nochmal. Okay, ich komme hier von hier unten. So. Ja. Aber der Hangar ist auch viel zu klein. Hast du mal die Abmaße von den Karren? Dann kannst du nicht nachgemessen. Nee, aber du siehst doch. Nee, aber vielleicht machen wir den nach außen hin jetzt sozusagen hier. So. Komm. Komm. Fahr die Karre. Ich glaube, es geht nicht. Ja. Warte. Nee. Oh, ich habe auch eine Parkdelle, Mensch. Hätte ich das mal nicht gemacht? Nee. Warte mal, bleib mal stehen. Wo? Jetzt würde ich mal raufkommen. Aufs Schiff. Aufs Schiff? Willst du mal raufsteigen, Moment? Ja. Ich komme. Was ist da natürlich hier unten? Also, so würde ich nicht aufsteigen können. Alter! Du reißt die Dinger noch. Warte, und jetzt kannst du. Warte, noch nicht. Na, ich hab Angst. Runter. Moment, jetzt einsteigen. Was war denn das? Geil. Okay, warte, geil. Ich versuch zu fliegen. Ja, nee, geht unter nicht. Mir weggeflogen, ja. Okay, warte mal, ich komm mal runter. Moment. Ja, genau so. Oh, Mist. Nee, so nicht. Nur hier vorne. Ich mach das ja nicht, das macht ja das Schiff. Ah ja, genau. Willst du mal probieren? Warte, wir probieren das nochmal, ob das replizierbar ist oder ob das ein Zufall war. Okay, ja. Stehst du? Das, ja. Das geht. Trampolin ist ein Scheiß dagegen. Absolut. Ja, schwierig, oder? Ja. So, ich pack das jetzt hier drin. So. Oh mein Gott. Also das Ding muss auf jeden Fall größer und viel breiter. Das funktioniert so nicht, wie wir uns das vorstellen. Ja, dann lass uns doch noch ein bisschen anbauen und dann noch ein bisschen nach dort. Vielleicht können wir hier in die Richtung jetzt, oder? Guck mal, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, dass hier praktisch die Werkzeughalle ist und dass wir das dann hier einfach geradeaus ziehen. Ja. Hier steigt doch der Berg. Der Berg. Oder wir machen die Wand weg, aber da geht die Treppe runter, ne? Wo du jetzt gerade stehst, geht die Treppe runter, oder? Witzig, ich kann in deine Dafikanigur ja nicht einsteigen. Ja, weil ich wahrscheinlich gesetzt habe. Ach ja. Also, was machen wir? Richtung hoch, oder was? Jetzt holst du dein eigenes. Wow.
War schon gekonnt, ne? Absolut. So, Freund. Evil Knievel Jackie. Ach, du kannst du doch einfach drehen, pass mal auf. Oh, ich sterbe jetzt. Hast du noch eine Spritze? Nee, halt nicht. Hast okay, dann müssen wir... Nee. Eins habe ich, doch. Moment, wenn ich jetzt sterbe, habe ich viel Kram. Ich muss mal ganz kurz hier töten. Vielleicht hilfst du mir ganz kurz. Ja, es ist tot. Außer du kannst mich erschießen. Okay. Nee. Hab ich noch Fleisch? Ich hab noch drei ist noch, Fleisch. Ist noch, okay, gib mir, dann habe ich fünf. Ja, Essen wäre jetzt schon noch wichtig, ne? Absolut. Wir müssen auf jeden Fall jagen gehen. Ja. Du kommst von hier, kommst du daran? Ja, weil der Berg dann da drunter ist. Wow, wow, wow. Achso, du meinst, dass wir von der Seite reinfliegen können? Ja. Wir müssen ja nur eine Zufahrt machen, das stimmt, du hast recht. Ja. Wenn wir hier den Berg aufschütten mit Erde, sieht es scheiße aus, oder was? Ja, weiß ich nicht. Oh, macht er hier einen Jump. Weiß ich nicht, ob das scheiße aussehen wird oder nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier auf jeden Fall nochmal. Kannst du mal mit deinem Türtrick? Ne, wir haben keine Tür mehr, gell? Ne, aktuell nicht. So, ich verbaue jetzt noch die 23 Klötze, die ich in der Tasche habe. Wir sind übrigens am Ende einer Folge, ihr Lieben. Ah ja. Ja, also die Hoverchips sind schon was Witziges. Da kommen wir auf jeden Fall ganz schnell an Punkte, wo wir vorher ewig gelaufen wären. Nein, den wollte ich nicht. Richtig. Richtig, Minjas. Ja. Und so war das gewesen, ja. Ich habe den Satz vergessen. Du weißt doch. Sag doch einfach Tschüss. Der Meister der Halbsätze. Genau. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Starforge wieder. Wenn wir dann hoffentlich den Ton des Handys abgestellt haben während der Aufnahme. Du, Fischkopf. Ah ja, das ist, siehst du, das ist ja ein guter Grund, dass es geklingelt hat. Ja, siehst du, der läuft. Der weiß auch, wann er schreiben muss. So, jetzt können wir mal, ich sterbe sonst auch. Ja, ich auch. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis denn. Tschüss. Tschüss.